Da sind wir wieder davor. Am Eingang. Hey, hier drüben! Ja, du bist wirklich nicht zu übersehen. Ich wäre nicht an dir vorbeigelaufen. Ist zur Arena des Roten Vorhangs gegangen. Er wird Vrat dort vor allen anderen bestrafen. Vrat wird er seine eigene Medizin kosten und die Schmerzen spüren müssen, die er anderen durch seine Gier bereitet hat. Ich warte schon so lange auf diesen Tag. Danke für alles. Es war mir eine Ehre, mit dir zu sprechen, Amelie. Also dann, auf zur Arena des Roten Vorhangs. Endlich! Wir sind frei! Erst die Frostspinnen und nun Gefangenenjäger. Sie werden uns nicht so weit folgen, oder? Ich bin wirklich froh, dass du hier bist. Sirius muss mit uns sein. Könntest du uns einen Gefallen tun? Wir werden dich auch gut belohnen. Bitte, erlege die Spinnen. Ihre Zahl ist inzwischen so stark angestiegen und sie sind nun tatsächlich eine Gefahr für uns. Wenn das noch schlimmer wird, dann gebe ich auf. Du findest die Frostspinnen in der Eishöhle. Oh, das ist sogar eine lange Questreihe. Mal gucken. Okay, dann dürfen wir jetzt nämlich hier rüber. Ich habe schon Sorge gehabt, dass hier wieder geskippt wird, aber wir müssen hier tatsächlich... Mal gucken, wo müssen wir denn da hin? Ah, erstmal hier wieder hin. Na gut, dann kümmern wir uns erstmal um die Spinnen. Koop-Quest-Ziel? War der Boss nochmal aktiv? Oh, da haben wir schon wieder was. Das hatten wir doch gerade schon. Besiege die verbleibenden Gegner. Ah, okay. Das ist jetzt quasi die Nach-Story Bodenaufwischen-Quest. Eigentlich dürften hier ja gar keine mehr sein. Wir haben hier ja schon aufgeräumt. Umgeguckt haben wir uns hier schon. So, was haben wir denn hier? Da geht jetzt noch ein Gang runter. Den könnten wir mal kurz noch inspizieren. Aber hier sind, glaube ich, auch nur die üblichen Bären. Oh, nehmen wir mal ein bisschen genauer gucken. Nein, nichts. Waren wir hier schon bei den Schurken? Warte mal, wo sind wir denn jetzt? Ach, jetzt sind wir wieder. Ah, ja. Okay, wir sind jetzt in diesem Turm wieder. Dann können wir das ignorieren. Und in dem Spinnennest müssen wir dann gut gucken. Weil es da gibt es ja... Oh, wo gehen wir denn zuerst hin? Ist eigentlich egal, aber da war doch gerade sowas wie ein geheimer Durchgang, oder? Ah! Nein, ein Ausguck. Okay, da dürfen wir jetzt die Runde drehen. Dann drehen wir jetzt hier. Nur Spinnennest-Ründchen. Bau der Spinnenkönigin. Ist doch alles gut zugefroren, ne? Irgend so ein Ei brauchen wir. Spinnenei war das, ne? Feuerstelle? Also hier würde ich ja kein Feuer machen. Es sei denn, die Spinnen sind vielleicht
zu irgendeiner Zeit des Tages gut versteckt und schlafen und man sieht sie gar nicht. Okay, und hier ist dann dieser Raid. Ich laufe jetzt erstmal außen. Und dann müssen wir nachher aber noch innen gucken. Ah, das Spinnchen brauchen wir auch. Eier sind hier ja genug, aber ich kann keins nehmen. Doch, da! Eine lokale Spezialität. Können wir das denn gleich so essen oder wird es noch zubereitet? Das ist das Ei einer Frostspinne. Das Ei einer Frostspinne, das aussieht wie ein transparenter Kristall. Obwohl es hübsch anzuschauen ist, enthält es doch ein tödliches Gift. Ich glaube, vielleicht sollten wir das noch untersuchen lassen. Gehen wir hier weg und schau, was... viel zu viele Spinnen hier. Sehen die aus wie Zecken. Vollgesogene. Gibt es hier keine Verschnaufpausestelle? So. Jetzt gucken wir mal. Also das müsste ja dann das sein. Ei einer Frostspinne. Riesiges Ei im Bau der Spinnenkönigin. Das heißt, ich kann jetzt tatsächlich essen, ne? So wie es ist. Es glitzert wie frisches Konfekt. Herzhafter Geschmack. Dann wache ich auf, als mich ein Mitglied der Miliz wiederbelebt. Oh, ich sag ja. Eigentlich giftig. Oh, wir haben rote bekommen. Das ist schön. Da war noch was, das haben wir schon gelesen. Und geheimes Hauptbuch, eine Liste von Leuten, die Schmiergelder von Vrat angenommen haben. Die Namen füllen viele Seiten. Killemos, Pitch, Belmer, Norton, Zinnervale, Prims. Achso. Und wir haben Ruav. Ah, das ist das Fressbauchmonster. Aber auch schon irgendwo anders herbekommen. Aus irgendeinem Paket. Einem Kartenpack. So, da waren wir schon. Und jetzt gucken wir uns die Innenseite noch kurz an. Oh, wir haben ja noch nicht viele gefunden. Da quemmt es aber ordentlich. Da müssen wir auch die Inselchen, darf man immer nicht vergessen, ne? Zu prüfen. Das vergisst man gerne mal. Aber da wir hier schon eine gefunden haben, also hier wäre dann die fette Bossspinne, wo Platz genug zum Kämpfen ist. Wobei die ja meistens, man versucht ja immer von hinten an die Gegner ranzukommen, weil das einfach mehr Schaden macht, aber die stehen dann meistens so blöd an der Wand, dass man dann doch nur noch schräg irgendwie von der Seite sie erwischt. Okay, dann haben wir das da.
Und dann wird es schon wieder heller und wärmer. Mit Sonnenschein. Und Schweinchen. Was machen die? Ich dachte gerade, die zielen auf mich, aber nein, es sind irgendwelche Jäger. Diese verfluchten Eulenbären, wir müssen sie endlich vertreiben. Eulenbären auch. Ich kann wegen ihnen nicht arbeiten. Oh, du hast alle Spinnen erlegt, nicht wahr? Du warst genau die richtige Person für diese Aufgabe. Dank dir haben wir zumindest eine Sorge weniger. Wir hatten in letzter Zeit so viel Ärger. Was gibt's denn noch? Ach, verdammter Eulenbär. Beißt die Hand, die ihn füttert. Was ist denn passiert? Wie du sehen kannst, können wir nicht in unser Lager zurück, wegen Janjafs blöden Tier, Seffi. Wieso denn? Tut mir leid, habe ich nicht verstanden. Was ist denn mit Seffi? Eines Tages brachte Janjaf einen kleinen Eulenbären nach Hause, der seine Mutter verloren hatte. An diesem See sind die Eulenbären die größten Raubtiere. Wir haben ihn behalten, weil er so niedlich aussah. Aber ich verfluche diesen Entschluss, es war ein sehr großer Fehler. Vor 3 Tagen fing er mitten in der Nacht an, sich wie ein tobendes Biest zu verhalten. Endlich sehen wir seine wahre Natur. Wir hatten kaum Zeit, unsere Sachen zu packen und hierher zu fliehen. Aber wir müssen in unser Lager zurück. Wenn du uns helfen möchtest, wäre das leichter. Bitte suche nach einem Abenteurer namens Louis. Mehr Geld. Oh, noch ein Sternchen. Ja, Geld gibt's hier eigentlich schon sehr üppig. Wo ist denn der Louis? Ah, im Holzfällerlager. Dann gucken wir uns jetzt mal hier noch an, was wir noch nicht gesehen haben. Ich würde gerne noch eine finden. Es ist immer, wenn man schon so viel Map erkundet hat und noch so wenig Mokokos, dann hat man irgendwann die Sorge, dass man vielleicht schon irgendwo ein Secret komplett übersehen hat. Das möchte man ja nicht. Da waren wir vorhin schon. Und dann wieder zurück. Aber ich finde es jetzt schön, dass wir da eine Quest kriegen überhaupt für das Gebiet da hinten. Es gab schon immer wieder mal Gebiete, wo nichts war. Also wo wir noch nicht hingeschickt wurden und wo man dann halt einfach so hingehen musste. Weil es gab halt keine Quest dafür. Und wenn man mal eine nicht findet, okay, das ist dann immer, dann sagt man sich, okay, hast alles gefunden. Aber wenn dann so viele fehlen, dann denkt man sich, was ist mir entgangen? War ich irgendwo vielleicht gar nicht gründlich genug? Etwas komplett übersehen? Oder wenn man instanziert zum Beispiel irgendwo drinne war und dann im Kopf hat, ja, da war ich ja schon und dann nicht nochmal nachguckt. Das ist auch immer ein bisschen blöd. Oh, Aussichtspunkt. Seht ihr? Wenn man nicht in der Mitte guckt. Dann. Halt, hier. Ein bisschen Wasserfall, aber sonst. Oh, guck mal, der ist hier ganz abgeschlagen. Tarsilas Eishöhle. Ja, die Eishöhle ist. Und das war jetzt? Der Wasserfall am Holzfällerlager. Okay, dann gucken wir uns das Holzfällerlager mal an.
Da ist ein Ausguck, hm? Oh, liegt erhöht. Dann, oh, da war was. Ein vergessenes Tagebuch. Oh, drei Stück wieder. Karsilas Schlaflied. Vor langer Zeit lebte in diesem Land eine geheimnisvolle Hexe. Da sie wusste, dass ihre Kräfte anderen Leuten Furcht einflößten, lebte sie allein im Land des Frostes. Dann traf sie eines Tages ein kleines Kind. Das Kind war von seinen Eltern ausgesetzt worden und zitterte wegen der Kälte. Es war das erste Mal, dass die Frosthexe jemanden anderen die Hand hielt. Irgendwo in der Nähe des Holzfällerlagers findet sich der nächste Teil der Geschichte. Wie viel Zeit haben wir? 20 Minuten? Ist gut. Also entweder in oder bei. Beim Holzfällerlager. Also manchmal muss man es sehr wörtlich nehmen und manchmal fragt man sich, ob es nur Übersetzungsfehler sind. Was dann halt... Also bei könnte auch außerhalb heißen, ne? Die Holzfäller haben dich auch geschickt. Wieso auch? Du willst wissen, ob ich von den Eulenbären angegriffen wurde? Nein, ich habe sie noch gar nicht gesehen. Bin ausgerutscht und hingefallen. Oh, mein Rücken. Ich habe ja nichts Auffälliges gefunden. Ich frage mich, wo die Holzfäller sind. Ich habe einige Notizen gemacht vor meinem Unfall. Bitte sieh dich im Holzfällerlager nach weiteren Hinweisen zu ihrem Aufenthaltsort um. Untersuchungsbericht. Louis Untersuchungsbericht. Alle Holzfäller im Holzfällerlager sind über Nacht verschwunden. Vorarbeiter Johann war wütend, weil sie von den Eulenbären verjagt wurden, den sie bei sich hielten. Ich denke nicht, dass er ein besonders netter Mensch ist. Verschwundene Holzfäller. Ich kann die Holzfäller nicht finden. Es gibt kein Anzeichen von Blut oder ähnlichem. Vielleicht sollte ich mir das Holzfällerlager ansehen. Okay, die Holzfäller selber haben ein bisschen was anderes erzählt. Die haben nur gesagt, die Eulenbestien hätten das Lager aufgemischt. Aber waren auch tatsächlich Holzfäller verschwunden? Oh, da ist einer hier hinten. Sprich mit... Moment. Suche nach Hinweisen. Ein vergessenes Tagebuch. Der zweite Teil. Sie hielt den Jungen weiter an der Hand und führte ihn in ihre Höhle. Das unschuldige Kind folgte ihr, als ob sie seine Mutter wäre, und sorgte dafür, dass der Hass der Hexe gegenüber allen anderen verschwand. Das Kind wurde zum Mittelpunkt ihrer Welt. Vielleicht war das auch der Grund, warum sie die bewaffneten Dorfbewohner in ihrer Höhle mit einem Lächeln begrüßte. Sie zog es vor, ihr Kind der Wärme eines Dorfes anstelle der Kälte und Dunkelheit ihrer Höhle anheimzugeben. Sie widerstand jedem Schwertstreich, der gegen sie geführt wurde, und erlaubte es den Angreifern, sie auf ewig zu verteufeln. Doch dann töteten sie das Kind. Und zum ersten Mal seit ihrer Wiedergeburt kreischte die Frosthexe auf. Sie spie den Leuten, die ihr die ganze Welt geraubt hatten, tödliche Flüche entgegen. Doch als ihr feuriger Hass schließlich nachließ, der die Höhle mit ihrem durstigen Atem erfüllte, dunstigen, erkannte sie, dass alle ihre Wut ihr eine monströse Form verliehen hatte. Aber das war ihr egal. Mein Kind, du bist so müde, nicht wahr? Jetzt kannst du eine Weile schlafen. Als sie den leblosen Körper in ihren Armen hielt, summte die Frosthexe ein Schlaflied und verschwand in der Höhle. Irgendwo in der Nähe des Baus der Spinnenkönigin befindet sich der nächste Teil. Ah, das war so klar. Weil, die Geschichte weist ja dorthin. Oh, hallo, Eulenbär. Wir gucken mal. Im Korb? Der Korb enthält essbare Nahrungsmittel. Ach, hier hinten. Das sind die Hinweise. Das Holzfällerlager ist gut erhalten. Was liegt denn da hinten? Brot. Sie müssen hastig aufgebrochen sein. Ja, aber wir haben die Holzfäller ja gefunden. Die haben uns doch hierher geschickt. Da liegt auch was zu futtern. Einen brauchen wir, glaube ich, noch. Das Holzfällerlager ist gut erhalten. Louis Untersuchungsbericht. Alle Holz... Das haben wir, glaube ich, gelesen. Und jetzt ist was dazugekommen. Ich fand Brotkrumen und Kleidungsstücke im Holzfällerlager. Alles ist ordentlich und wurde erst kürzlich genutzt.
Irgendwie komisch, oder? Oh! Kann ich sprechen mit dem Eulenbär? Der Eulenbär versteht menschliche Leute. Okay, wir sprechen mal mit allen. Oh, ein Dicker. Wo ist er? Er scheint dich zu grüßen. Die Zähne, die die haben. Guck mal, die haben gar keinen Schnabel, sondern so Zähne. Eulenbären sind normalerweise aggressiv gegenüber Menschen, aber die Eulenbären hier scheinen sich an mir gar nicht zu stören. Einige kamen sogar zu mir, um mich zu begrüßen. Na sowas. Wo liegt denn da der Hase im Pfeffer? Hm? Jetzt gucken wir uns hier noch die Lichtung an. Guck mal, da gibt es ganz viele. Die wohnen hier fast. Ich glaube, das war was anderes, was hier alles durcheinander gebracht hat. Vielleicht war das gar kein Eulenbär. Vielleicht haben die Eulenbären sogar die Holzfäller vor irgendwas beschützt. Könnte ja auch sein. Sind ja schon witzig, die Viecher. Okay, da geht's wieder runter. Da sind wir hergekommen. Genau. Einen Eulenbären begrüßen? Das ist ja interessant. Du bist wirklich merkwürdig. Aber das gefällt mir. Selbst in einer solchen Situation verlierst du deinen Humor nicht. ich mein's ernst. Nehmen wir mal an, was du sagst, es war. Warum sollten solche nette Eulenbären die Holzfäller angreifen? Das passt doch nicht. Aber trotzdem, ein lustiger Witz. Aber deine Geschichte ist trotzdem interessant. Ich denke, das wäre eine gute Kneipengeschichte. Machen wir uns wieder an die Arbeit? Ich werde Johann den aktuellen Untersuchungsbericht bringen und dann wieder zu dir stoßen. Ich denke, wir sollten diesmal tiefer in das Lager eindringen. Bitte untersuche das Innere des Holzfällerlagers. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, wissen wir hoffentlich schon mehr. Bin ich echt gespannt, was dabei rumkommt. Jetzt überlege ich gerade, ob ich erstmal Spinnennest mache. Damit hier unser Buff nicht abläuft. Dann gehen wir mal kurz im Spinnennest gucken. Ob wir da noch irgendwo einen Hinweis finden. Vielleicht sogar da, wo der Boss spawnt. Schauen wir mal. Was ist denn über See? Wenn der Cursor dann über die Spinnchen kommt und man immer denkt, doch, das ist ja bestimmt nur eine Spinne, die da aufploppt und dann ist es vielleicht doch ein Hinweis. Da ist was! Oder ist das, war das unser Spinnenei? Nein, da liegt ein Totenkopf, tatsächlich. Da liegt ein Totenkopf. Ein halb in Eis begrabenes Skelett. Überall um die kleine Leiche herum, die nur halb so groß wie ein ausgewachsener Mann erscheint, befinden sich Spinnenkokons. Während eine traurig singende Stimme durch die Höhle widerhallt, fangen sie an zu vibrieren und sich zu winden. Und das war die verborgene Geschichte. Ja, haben wir schon einige gefunden. 4 Stück und 3 fehlen noch. So komisch, hier denkt man immer, oh, es geht ja in die Spinnenhöhle zurück, aber das ist einfach der Weg so ein bisschen dran vorbei. Okay, dann gucken wir jetzt mal weiter ins Holzfällerlager rein. Und was sollen wir da machen? Begib dich einfach zum Holzfällerlager, okay. Wir sind doch schon da. Das war der Anfang der Geschichte, ne?
Oder? Das müsste ja dann weg sein. Doch, das ist das Tagebuch. Ach, das wäre wieder so ein perfekter Platz für Mokokos. Nein. Wo der Haken? Damit werden die Hölzer bewegt. Von links nach rechts. Ah, guck mal, da sind noch Eulentiere. Da kann man sie dann nachher sogar hinporten. Vielleicht wird es ja nachher wiederbelebt und nicht so wie bei den... Wobei, wir waren bei den Kobolden. Was ist das? Da müssen wir wieder mit Musik. Kommen wir noch rein. Aha, okay. Dann sind da wahrscheinlich noch ein paar versteckt. Mindestens zwei. Bei den Kobolden haben wir gar nicht... Kobolde. Bei den Goblins haben wir gar nicht geguckt, wie es aussieht nach unserem Event, ne? Aber ich war so ein bisschen enttäuscht, weil in diesem Feenwald... Das Dorf, das wir ja so ansatzweise ein bisschen gerichtet hatten, nachher auch einfach nur weiterhin kaputt war. Das fand ich ein bisschen schade, aber das ist halt in den Spielen leider so, dass es nur einen Zustand gibt und kein Phasing, das dann immer wieder erscheint, wenn man wieder zurückkommt und die Story schon gemacht hat. Es sei denn, es geht um NPCs, die da rumstehen. Oh, tut mir leid, ich habe die falsche Sprache benutzt. Ich lebe schon seit langem mit den Eulenbären. So lange, dass mir ihre Sprache natürlicher erscheint als meine eigene. Ich habe schon lange nicht mehr mit anderen Menschen geredet. Nur keine Scheu. Dieser Eulenbär hier ist ganz harmlos. Ja, die anderen auch. Aber du sagtest, dass die Holzfäller verschwunden sind? Nun, das wusste ich nicht. Ja, und wenn du dich umblickst, siehst du hier welche? Es war niemand hier, als wir ankamen. Deshalb wollten wir auch eine Weile hier bleiben. Anscheinend haben wir unbeabsichtigt für Aufruhr gesorgt. Ich werde die Eulenbären dazu bringen, schon bald zurück in den Wald zu gehen. Ich möchte nicht, dass meine lieben Eulenbären die wütenden Holzfäller verletzen. Also hier ist umgekehrt. Die Eulenbären sind lieb und die Holzfäller sind die wütenden Bösen. Wie du siehst, greifen sie keine Menschen an. Aber die Holzfäller, die sehen nur Monster in ihnen. Wenn sie mit ihren Äxten zuschlagen, würden meine Eulenbären sie zerfleischen. Die Holzfäller werden sicher nicht weichen. Also müssen wir die Eulenbären dazu bringen zu gehen. Oh, richtig. Ich könnte die Stinkbäume benutzen. Hier liegen Stapel von Stinkbaumholz herum. Eulenbären hassen den Geruch. Zerstöre alle Stapel mit Stinkbaumholz, die du finden kannst. Die Eulenbären werden so weit weglaufen, wie sie nur können. Okay, wo hat's Stapel? Da hinten? Drei Stück. Eigentlich müsste man sie wahrscheinlich irgendwie auch anzünden oder sowas, dann stinkt's noch mehr. Oh, ein Eber, den wir noch brauchen wahrscheinlich. Zack, ja, sehr schön. Und ein Boss-Eber. Ein magnetischer. Keine Ahnung, was dieses Icon bedeutet über seinem Kopf, aber... Guck mal, da könnte man... Ah, vielleicht kommt man dann hier durch. Kann hier hinterlaufen. Und Mokokos holen. Möglicherweise. Okay, wir sollen schon wieder zurück. Ah, wir gucken hier natürlich noch. In der Mitte noch? Oh, da schwelt sogar noch ein bisschen was. Ah, das ist, weil das das Stinkholz ist. Man sieht den Gestank. Man sollte es nicht meinen. Aber man sieht den Gestank. Oh! Ein Holzfällermädchen ist da. Sind schon Holzfäller wieder zurückgekommen? Nö.
Das ist nicht gut. Sie hassen diesen Geruch, wollen aber trotzdem nicht gehen. Na sowas. Ich hoffe, du willst die Eulenbären nicht dazu zwingen, von hier wegzugehen. Diese Methode würde ich dir nicht empfehlen. Versuchen wir besser etwas anderes. Sie sind hierher gekommen, weil sie Hunger haben. Wenn wir sie also füttern, gehen sie vermutlich allein zurück in den Wald. Hier in der Gegend gibt es viel Nahrung für sie. Aber wenn man sie füttert, das ist so ähnlich, wie wenn man Katzen, Vögel und so weiter füttert, dann kommen die ja immer wieder. Also sie hoffen, sie kriegen genau da wieder was, weil es eine sichere Nahrungsquelle ist. Dann kommen die Eulenbären auch immer wieder und hoffen, dass es was gibt. Viele Obstbäume, was für Suscheier sehr ungewöhnlich ist, und die Holzfäller haben Essen zurückgelassen. Das heißt, was mache ich jetzt? Finde Nahrung. Hier irgendwo, da im Topf buddelt Lobot noch was. Nimm das Essen, das noch im Topf ist. Wenn die das überhaupt mögen, sowas gekochtes. Gut, du hast es hergebracht. Nun gib die Nahrung den ausgehungerten Eulenbären. Sie werden sich darüber hermachen. Sobald sie ein wenig geschlafen haben, werden sie in den Wald zurückkehren. Das sieht echt nett aus, der Alte. Okay, Sophie, das ist, nein, Seffi. Seffi ist das, der Eulenbär, der hier aufgezogen wurde. Guck mal, ja, was zu futtern. Om nom. Juhu. Er will danken. Er muss am Verhungern gewesen sein. Er verschlingt das Essen. Der auch. Oh, drei Stück reichen. Okay. Gönn ihnen eine ruhige Nacht Schlaf und sie werden von ganz allein wieder abziehen. Übrigens hat ja der Eulenbär neben mir etwas zu sagen. Merkwürdig, es ist keiner der Eulenbären, die ich mitgebracht habe. Ich denke, es ist der Eulenbär, den die Holzfäller hier gehalten haben. Ja, das denke ich auch. Seffi kratzt sich. Etwas fällt aus seinem Fell. Ein Zettel? An denjenigen, der diese Nachricht findet. Die Spinnen aus der Höhle entführen Menschen. Seffi und ich haben uns in der Scheune versteckt. Die Spinnen krabbeln über die Wände. Aber selbst sie würden es nicht wagen, diesen Eulenbären anzugreifen. Also lasse ich diese Nachricht bei ihm. Wenn du dies findest, komm bitte zur Eishöhle und rette uns. Sullivan könnte diese Entwicklung interessieren. Hilfe! Okay. Also deshalb haben sie so viel gejammert. Vielleicht ist bei den Spinnen gerade Paarungszeit, denn sie haben sich ganz schön vermehrt. Eulenbären haben Angst vor Spinnen. Deshalb wollten sie in dieses Lager, um sich vor den Spinnen zu verstecken. Ich fürchte, der Holzfäller, der dies geschrieben hat, ist nicht mehr am Leben. Aber das wird uns helfen, das Problem zwischen uns und den Holzfällern zu beseitigen. Könntest du ihnen diese Notiz überbringen? Ja, natürlich. Da oben waren wir noch nicht. Aber da ist auch Stinkholz. Die Stinkholzens. Bärhammer, oder? So ein Bärhammer schon, glaube ich. Alter Frostlein hatten wir noch nicht. Keinen alten Frostweißbären. Was fehlt uns denn noch? Uns fehlt noch ein Golem. Oh, ein Eisschmetterling. Ein Phantom. Ein Dämonenpriester. Okay, wir werden noch mit Dämonenpriestern zu tun haben. Und eine lebende Rüstung. Und ein Pestoten. Aber die sind dann wahrscheinlich nicht in so einer natürlichen Landschaft, sondern eher... da, wo es wieder Dämonen und Untote hat. So, wo ist denn der Holzfäller da unten? Ich lasse jetzt mal die Suche nach den restlichen Mokokos, weil es da hinten das Tor gibt und wir waren ja doch recht gründlich. Dann verschieben wir das mal auf später. Hey, das sieht aus wie Seffis Handschrift. Was? Diese verdammten Spinnen? Das Lager muss also warten. Das heißt, ich muss noch mal ins Spinnennest. Ich brauche Hilfe von ausgezeichneten Jägern wie dir.
Du bist gut darin, also wird es sich für dich lohnen. Wir müssen meine Freunde aus dem Bau der Spinnenkönigin befreien. Also er geht davon aus, dass sie noch leben. Wir haben aber niemanden gesehen, als wir dort waren, ne? Na gut, dann gucken wir mal. Ah, vielleicht müssen wir jetzt Eier zerschlagen oder diese Kokons. Da sitzen die vielleicht drin. Da sind gar keine Eier, sondern eingesponnene Opfer. Das ist natürlich sehr gut möglich. Die waren ja eh so... war das schon immer so dämpfig hier? Na, da war sogar einer drin. Wir müssen nur zwei befreien. Na gut. Feststeckende Holzfäller. Bossspinne machen wir noch. Macht die so gern, weil da immer so schön viel raushüpft. Da hat man zumindest das Gefühl, dass man reich belohnt wird, auch immer die... Also die Tränke brauche ich ja eh. Irgendwann, ich habe jetzt von diesen kleinen nur noch 30. Bin froh, wenn die weg sind. Und dann brauche ich die großen ja sowieso. Okay, na, da könnten wir eigentlich porten. Und die Viecher in Ruhe lassen. Ist jetzt wieder da, die Leute. Ah, oh je, einer wenigstens. Der Yinyaf. Dank dir sind viele meiner Freunde sicher aus dem Bau der Spinnenkönigin zurückgekehrt. So auch ich. Ich weiß, dass Zephy uns alle beschützt hat vor diesen Spinnen. Herr Sullivan wird bald abreisen, aber er versprach uns mal wieder mit seinen Eulenbären zu besuchen. Und Zephy würde gerne mit seinen Freunden spielen. Vielen Dank. Ohne dich hätte ich meine Freunde nie wieder gesehen. Und wir bekommen eine Güte, bekommen wir. Und, oh, wir sind hier wieder fortgeschritten und haben Yannick bekommen. Yannick. Oh, haben wir auch schon. Wir haben jetzt schon ziemlich viel im Laufe der Zeit. Ja, dann sind wir hier durch, ne? So wie es aussieht. Dann müssen wir hier zurück. Und dann erstmal hier sprechen, wie es weitergeht. Ich habe schon auf dich gewartet. Ich habe auf dich gewartet. Ja, du musst dich nicht wiederholen. Ich höre ganz gut. Du hast Vrat gefangen genommen, nicht wahr? Alle warten auf dich. Also los, gehen wir rein. Der Tag ist endlich gekommen. Jetzt bin ich gespannt. Du hast den flüchtigen Vrat gefasst. Bald wird er, der seine Seele an den Dämon verkauft hat, bestraft werden. Vrat hat es endlich erwischt, was? Ich hätte nie gedacht, dass dieser Tag kommt. Ja, wir waren schon mal hier. Da stand's andersrum. Wie er stirbt. Ihr glaubt also, ihr könntet mich verärgern und damit davonkommen? Ich rufe euch, o Herr der Fäulnis. Na, war klar, dass er nochmal Hilfe ruft. Meister Akan! Wer wagt es, mich zu beschwören? Euer auf ewig treuer Diener. Ihr wollt nach wie vor diese Arche, oder? Ihr braucht mich. Glaubst du, ich brauche dich? Ich bin ein Dämonenkommandant und du bist ein Insekt. Außerdem weiß ich längst, wo sich die Arche befindet. Meister! Meister! Nein! Nein, bitte! Nein! Oh, beseitigen wir mal den lästigen Diener. Erkämpfe die Pestdämonen. Ja. Bitteschön. Okay, da kommen jetzt noch ein paar Mal welche aus dem Boden gekrochen.
Ja, 61%. Komm mir mal mehr. Ach, lasst mich mal da durch. Ich hab euch lieber von der Seite. Untersuche die Spuren, die Vrat hinterließ. Das ist Vrats Ende. Stell dich mal auf die andere Seite. Sieht epischer aus. Ich kann nicht glauben, dass er wirklich tot ist. Er hat bekommen, was er verdient hat. War das ein Dämon? Wo ist er hin? Seine Seele einem Dämon verkaufen. So was Verdorbenes. Was ist in Shushire passiert? Ich spürte gerade eine ungeheure Energie in der Luft. Haben die das jetzt gar nicht mitgekommen? Bekommen doch. Ich glaube nicht, dass es vorbei ist. Gehen wir zurück ins Dorf Regens. Erfolg abgeschlossen. Grün ist im Morgendämmerer. Wofür? Für die Story, oder? Inmitten des Jubels. Mal gerade gucken. Wahrscheinlich Storypart. Erledige Vrat. Okay. Sprich mit Yannick. Oh, wieder eine neue Quest. Meine Mama ist vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Wir stehen in deiner Schuld. Die Morgendämmerer werden dir ewig dankbar sein. Die Menschen haben schon lange nicht mehr so glücklich ausgesehen. Etwas bereitet mir aber noch Sorgen. Der Dämon, dem Vrat diente, war unglaublich mächtig. Ich habe noch nie etwas so Starkes gesehen. Aber so etwas sollten wir an einem derart freudigen Tag nicht diskutieren. Bitte nimm an unseren Feierlichkeiten teil. Du hast den Frieden zurück nach Shushire gebracht. Wir werden ab hier übernehmen. Ohne dich hätten wir Vrat nie besiegt. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, aber unsere Reise hat bereits gut begonnen. Dies war zwischen den Schriftstücken, die wir in seinem Anwesen fanden. Willst du es dir ansehen? Was steht denn da? Die Karte ist an mehreren Stellen angesenkt. Oh. Ein Schatz? Nutze den Chatbefehl Frage, um Javern zu fragen. Wo könnte denn das sein? Oh, denn die Frage, wenn es wenigstens irgendwie alphabetisch geordnet wäre, aber das ist es nicht wahrscheinlich, weil das einfach so angeordnet ist wie im Original. Gar nicht unser Alphabet. Und jetzt? Er wollte die Dokumente verbrennen, obwohl wir ihn festgenagelt hatten. Sie müssen wertvoll sein. Aber da von ihm nur noch ein Häufchen Asche übrig ist, können wir ihn nicht mehr danach fragen. Es muss etwas mit dem Dämon zu tun haben, den Vrat den Meister nannte. Das muss ich mir genau ansehen. Die Morgendämmerer von anderen Orten versammeln sich im Dorf. Könntest du mehr über die Orte in Erfahrung bringen, von denen sie kommen? Da Vrat weg ist, sind hast du gesehen, frei. Was Vrat getötet hat? Ja. Hey. Den Wachen von Vrat hast du eine Lektion erteilt. Dank dir konnten wir das Versteck sicher durchsuchen. Es war so schrecklich, wie man erwarten würde. Ich hoffe, dass ich so etwas nie wieder sehen muss. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie viele Menschen Vrat noch geopfert hätte, wenn er am Leben geblieben wäre. Du weißt, dass ich mit meiner Dankbarkeit normalerweise nicht so leichtfertig bin, aber bei dir möchte ich eine Ausnahme machen, Amelie. Danke. Diese Person hat Vrat getötet, oder? Ich? Nö, ich nicht. Er hat sich selbst getötet eigentlich. Hat uns seht, es ist der Held von Shushire. Siehst du? Ich bin mit der Heldin von Shushire befreundet.
Boah, jetzt polter hier rum. Erinnerst du dich an den Kampf auf dem Schugohof? Wir haben Rücken an Rücken gegen die Räuber gekämpft. Erinnerst du dich nicht? Naja, wie auch immer. Seitdem bin ich mir sicher, dass diese Abenteurerin eines Tages mit uns Morgendämmerin Schuhscheuer befreien wird. Dank dir herrscht endlich Frieden im gefrorenen Meer. Nun, es gibt einige Orte, an denen noch das Verderben herrscht. Aber das ist nicht unser größtes Problem, sondern eher dieser mächtige Dämon, dem Vrat gedient hat. Ich habe gehört, er sei verschwunden, als Vrat zu Staub zerfiel. Denkst du, er hat Schuhscheuer wirklich verlassen? Nur dann, wenn die Arche nicht hier ist. Dann hat er Schuhscheuer verlassen. Und er hat gesagt, er weiß, wo sie ist. Wenn sie hier ist, ist er noch da. Oder kurzzeitig in seine Dämonenhöhle zurückgekehrt, weil er seine Handlanger arbeiten lässt. Es ist der Held von Schuhscheuer. Siehst du? So wirkt das Dorf gleich viel fröhlicher. So habe ich Schuhscheuer schon lange nicht mehr gesehen. Wir haben ein paar üble Spuren des Verderbens bis in die Arena des Roten Vorhangs verfolgt. Aber irgendwas stimmt da nicht. Einige Gefangene werden immer noch vermisst. Ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Das muss ich mir genauer ansehen. Ja, wir sind hier kennst noch nicht du jemanden durch, ne? Namens Ramis? Er sucht nach dir. Ramis? Kennen wir jemanden, der Ramis heißt? Es stimmt also. Brat arbeitet. Eines Tages. Sagt mir gerade kurz nichts, aber es könnte schon sein. Hier drüben. Oh. Ach, der Junge. Alle reden ständig nur von dir. Ich habe so eine quäkige Stimme. Hast du wirklich all die Geißeln befreit? War da auch jemand namens Liliana? Das ist meine Mutter. Die entführten Menschen kehren langsam zurück, also wird Mutter sicher auch bald wieder hier sein. Oh, richtig, ich sah Herrn Jenik davon eilen. Denkst du, es ist etwas geschehen? Dann müssen wir da wahrscheinlich noch hinterher, ha? Gucken wir mal. Ja, er ist nicht mehr da. Das war ein Trick. Vrat ist wertlos. War wahrscheinlich nur so ein Kasper im Vordergrund, so eine Marionette, eigentlich. Die Karte, die ich dir gezeigt habe, bewies, dass Vrat Gefangene an Dämonen verkaufte. Sie zeigt das Eisblutplateau. Diese Monster wollen das gleiche wie die Flammendämonen, die in der Vergangenheit Schuhscheuer in Brand setzten. Sie wollen die heiligen Relikte vom Eisgipfeltempel. Oh, wenn da mal wieder eine Arche wäre, wäre es ja gar nicht schlecht. Nachdem wir in Vern ganz umsonst waren. Dieser gierige Vrat war das perfekte Werkzeug. Als Jenik die Wahrheit erfuhr, machte er sich mit den anderen Morgendämmerern auf zum Plateau. Aber er kann nicht kämpfen. Er hat sich noch nicht vom Kampf in der Arena erholt. Bitte hilf diesem sturen Esel und den anderen Morgendämmerern, die auf dem Weg zum Eisblutplateau sind. Sei vorsichtig. Okay, das heißt, wir müssen jetzt da lang, beziehungsweise hier erstmal. Das machen wir auch aber beim nächsten Mal. Und natürlich auch die Quest hier. Diese Erkältung kann mir nichts anhaben. Ein trauernder alter Mann.